Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja immer noch hier in diesem Gebiet. Ich wollte mich mal ein bisschen umschauen. Weil ich hier bisher wirklich selten war. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Auf jeden Fall können wir hier ein paar Kisten looten, wie es aussieht. Sonst gibt es wahrscheinlich nicht allzu viel. Nice. Das ist auch noch eine Kiste. Mit violetten Gegenständen. Gegend ist zwar ziemlich am Arsch, aber Gegenstände mit violettem Wert haben sie offensichtlich viele. Scheint zumindest so ein bisschen zu sein. Okay, drüben gibt es irgendwas. Und da drüben auch noch. Oh. Nichts gebracht. Das ist einfach was. Oh shit. Das ist Stacheldraht. Oh, diese Quick Hacks an der Reihung finde ich ziemlich nice. Damit kann man gut arbeiten. Okay, das war das. Sonst sehe ich gerade nichts mehr. Hier drüben gibt es noch viele Fragezeichen. Was ist das? Holden McCoy, keine Zugehörigkeit. Oh. Leiche wahrscheinlich hier angestellt, mit schwerem Projektil erschossen. Oh shit. Da ist auch noch jemand. Jason Kiley, gesucht in NC. Körperverletzung übergriff durch Mob. Angriff auf einen Beamten. Keine Ahnung, wer das ist. Holy shit. Nicht so sinnvoll hier gegen diesen Typen. Etwas mit viel Schaden. 188. Nee, jetzt habe ich da irgendwas drauf getan. Holy shit, der ist schnell! Ich versuch's
versucht ein bisschen zwischen den Dingen zu bleiben. Natürlich eben die Hilfe bei den Gegenwindern. Ich dachte, das wäre ein bisschen spannender. Aus. Ich muss schon sagen, deine Mary ist echt nicht dumm. Sie hat dich gerade noch rechtzeitig zu mir gebracht. Den Körper stößt die Implantate ab. Und das sollte dich echt nicht wundern. Er ist einfach nicht bereit für dich. Das sind militärische Implantate. Für die braucht man das richtige Training. Scheiße, die sind eigentlich gar nicht für Zivilisten gedacht. Ich kann dir ein paar Schmerzmittel verschreiben. Aber dir sollte klar sein, dass der Schmerz eine Warnung deines Körpers ist. Wenn du sie ignorierst und das Chrom weiter benutzt, könntest du deine Wirbelsäule permanent beschädigen. Jetzt kannst du das Exoskelett noch abnehmen, aber wenn du dir die Wirbelsäule brichst, kannst du dich nie wieder ohne Hilfe bewegen. Einfach ein fucking Exoskelett. Mit Militech-Stuff. Er hat hier einfach mega viele Leute umgebracht. Schick mir ein Team. Einer meiner Arbeiter ist zum Cyber-Psycho geworden und das liegt nur an deinem verfickten Exoskelett. Der zerlegt hier draußen das ganze Gebäude. Das ist mein Lebenswerk. Entweder schickst du sofort ein Team, um ihn zu erledigen, oder ich muss die Polizei rufen. Und wir wollen doch nicht, dass das NCPD mich mit Fragen nervt, die keiner von uns beiden beantworten möchte. Irgendwas lief hier ziemlich schief. Was? Wahrscheinlich Söldner. Holden McCoy. Den hat's auch ziemlich zerfetzt. Okay, hier hat's ein paar Explosionsdinge gegeben. Wahrscheinlich Söldner. Die wollten das also ohne NCPD lösen. Allerdings wahrscheinlich hier angestellt. Ging das nach hinten los? Ein billiger Anzug, anscheinend Konzerne. Doof gelaufen für die. Bezahlt hat dein Kopf explodiert. Das ist irgendwie so ein, naja, lass den Bullshit. Tom Selvig an Aniela. Ich hab's dir schon mal gesagt, Warnungen und Verbote und spezielle Nutzungsbedingungen sind mir scheißegal. Wir wissen beide, dass du mir auf den Scheiß keine Garantie geben wirst. Spar dir den Scoop und lass uns zum Geschäft kommen. Mir ist egal, ob der Kram von alten Militärstützpunkten oder aus der Mülltonne von einem Gassenripper stammt. Scheiße, meinetwegen gehe auf einem alten Indianerfriedhof buddeln, solange der Rotz
funktioniert. Die Hydraulik sollte mit 2 Tonnen klarkommen. Meine Leute kaufen, was immer ich ihnen anbiete. Also sorgt einfach dafür, dass mir deine Leute geben, was ich bestelle. Hör mit dem Gammer auf. Ich will offen sein. Du bist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es harte Arbeit ist. Der Job sollte dich abhärten, aber du kommst immer nur, um dich bei mir auszuholen. Die meisten Unternehmen tauschen müde Arbeiter wie dich einfach aus. Aber so bin ich nicht. Ich habe Mitgefühl gezeigt, habe dich sogar Ware zum guten Preis beschafft. Und was kriege ich dafür? Undankbare Idioten, wie du denken nur an sich selbst. Alles dreht sich um deine Bequemlichkeit. Das Unternehmen ist egal. Dank mir hast du gute Implantate mit einem noch besseren Finanzplan. Und all das habe ich aus meiner Güte getan, damit du deine Zeit nicht mit Banken und Formularen verschwenden musst, die du nicht mal verstehst. Aber bekomme ich ein Danke? Nein. Weißt du, wenn Mary und Charlie nicht wären, hätte ich dich längst rausgeschmissen. Denk also mal an sie und mach dich an die Arbeit, anstatt immer nur rumzujammern. Das ist eine Baustelle und kein Ort für Weicheier. Und Heulsusen? Aber hey, wenn du willst, kannst du deinen Scheiß jederzeit zusammenpacken und gehen. Aber danach brauchst du deine Visage hier nie wieder zu zeigen. Nur das eine Mal im Monat, wo du deine Raten bezahlst und den Mitarbeiterrabatt kannst du in deinem Fall vergessen. Okay. I see. Eine Art Ripper, der wahrscheinlich Leute aufgemutzt hat. Allerdings ging es hier mit diesem Exoskelett ein bisschen schief. Gut, sonst gibt es nichts mehr hier. Glaube ich zumindest. Ich könnte noch kurz auf dem Dach schon mal schauen. Sieht nicht so aus. Drüben gibt es noch vieles. Diesen Medipack, was fliegt, ist mir gerade aufgefallen, deshalb habe ich das gesehen. Warum auch immer das Medipack fliegt. Ziemliche Raffe gegen die. Noch was bei diesem Haus speichern. Irgendwie auf dem Dach und unten. Na? Ja, unten gibt's irgendwas. Nach oben. Oder nicht? Doch, oben auch. Eine Kiste. Lass mal schauen, können wir hier rein? Nee, irgendwie nicht. Aber da geht's auf jeden Fall irgendwo runter. Und rein geht's auch. Aber beide Türen sind zu. Ja, vielleicht kommen wir da später wieder hin. Bin gespannt, ob das der Fall ist. Alright. Haben wir hier noch 2 Verbrechensmeldungen? Da auch.
da auch. Ich würde, glaube ich, erstmal zu diesen zwei hier fahren, dann die zwei abklappen. Und dann machen wir mal wieder was anderes. Weil sonst geht das hier ein bisschen lange mit diesen. Verbrechensmeldungen. Coole Musik, aber ich möchte kurz mal hier noch anhalten und den Junk verkaufen. Damit wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Platz haben. Ich bin jetzt einfach mal so fremd, verkaufe auch hier die weißen Dinge. Ich denke, dass wir mittlerweile ein bisschen weiter sind. Das sind Kategorie 3. 229, das sieht doch gut aus. 224.000. Plus 15.000 Eddies. Ja, moin! Oh, ich glaube, wir können uns bald mal ein besseres Apartment kaufen und ein anderes Auto vielleicht. Und vielleicht auch mal eine bessere Waffe Ausschau halten. Sieht doch gut aus. Okay, wer ist das? Veteranenwache. Überfall im Gange, neutralisiert die Täter und sichere Beweismaterial. Ja, Täter sind es ja nicht wirklich. Und habe ich jetzt gestorben. Together! What the fuck ist das? Der bekomme ich schon gesprungen. Shoot! Oh. Das war's auch mit dem. Wir müssten wieder mal ein bisschen leveln. Ah, hier wieder das Gespräch. Ich bin da. Es gibt. Wie viele Leute haben wir jetzt eingesperrt? Die von oben fragen. Den Typen nicht, den ich gestern geschnappt habe. Mit eingeschlossen. Dann sind es jetzt 7. Muss das zweite oder dritte Mal gewesen sein, dass sich der Typ in den Cyberspace gewagt hat. Komplett ohne Security. Ich meine, total nackt. Komisch, dass ich ihn vorher keinen geschnappt hat. Können wir was an ihm verdienen? Haben wir schon. Wir haben schon einen Teil der Aids bekommen. Ich warte noch auf die zweite Zahlung. Der Typ gehört zu irgendeiner ultrareichen Familie. Hat sich den Stuhl bestimmt selbst gekauft. Bis wann haben die Zeit, den Rest zu zahlen? Bis morgen um 12 Uhr. Wenn sie bis dahin nicht mit dem Rest um die Ecke kommen, schaden wir ihn ab. Okay. Ja, gut.
Sieht interessant aus. Keine Ahnung, was es ist, was es macht. What the fuck, das ganze Haus? Ich glaube, das ist ein Kühlkörper, die irgendwie ins Haus laufen. Weird stuff. Ian Gimino. Ian Gimino und Bob Clark. Boss, wir haben sie mit dem Transfer ausfindig gemacht und uns um sie gekümmert. Die haben mal für Netwatch gearbeitet, diese Pisser. Mir egal, für wen sie mal gearbeitet haben. Euer Auftrag lautet, meinen Sohn zu retten. Natürlich, wir schleusen unseren Runner in ihr Netz. Dem sollte schon bald wieder in seinem Körper sein. Ich bin bei ihm. Wir warten. Er ist wieder da. Es hat funktioniert. Gut. Was soll ich mit den Servern anstellen? Der verdammte Vollidiot wollte Netrunner spielen. Die Server? Ja, die ganze Tech hier, mit der die Leute im Net gefangen haben. Was soll ich damit anstellen? Moment. Adam hat gerade fast 2 Liter Wasser getrunken. Okay, mach alles dicht. Das sind allerdings noch andere Leute. Das sind allerdings noch andere Leute gefangen. Wir könnten uns hier ein paar Eddies verdienen. Lösegelder vor. Nein, diesmal nicht. Das Ganze ist kranker Scheiß. Leute im Netz einführen? Lassen wir es einfach. Sag dem Runner, dass er die anderen Leute befreien soll. Dann schaltet alles ab. Okay. Hört sich ein bisschen nach einem kranken Zeug an. Leute immer nett entführen wollen. Okay, das ist ein Netrunner. Und ist mit Adam Smasher gemeint? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich heißt er nämlich genau gleich. Da geht's nicht rein, aber wir können nach oben ein bisschen. Ja. Könntest du bitte da hoch? Ein bisschen Geld und vielleicht Schematas abzukrallen. Quick Action Schemata und Dollars. Gut, das ist jetzt doof. Ich bin 100. Besser als nix. Hier rein können wir, schätze ich mal, nicht. Und da geht's wahrscheinlich auch nirgendwo rein. Drüben geht's gleich weiter, wie ich das sehe. Noch ein paar andere Leute zum Abmurksen. Ne, rein können wir hier nicht. Auch wenn das Haus ziemlich spannend aussieht. Schade. Können wir mal noch dort drüben schauen, was da los ist? Okay, 6th Street. Bada boom, bada bang. Komm, nimm das Zeug bitte auf. Schade, nie was im Auto drin. Gut, wollte ich nicht. Da fahren wir halt das Auto etwas vor. Ich frag mal nicht nach, was mit dem Fuß ist.
Dann steigen wir in dieses Auto ein. Und nehmen das dort hin. Gleich nebenan ist noch was anderes. Okay, das ist unser Auto. Gut, ich würde sagen, das war es dann schon wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.